Mir eigentlich geholfen, tatsächlich in der Firma erstens meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Einfach zu sagen, hey, ich brauche da mal Informationen und dadurch habe ich jetzt einen Vorwand, irgendwo hinzugehen, zu sagen, hey, erzähl mal. Und ja, andererseits habe ich es bisher geschafft, den von Marketing-Einflüssen tatsächlich relativ frei zu halten und den so als meine persönliche Spielwiese zu gestalten. Und ich sehe jetzt halt so die Parallelität zwischen Webinaren, wie heißt das eigentlich? Die veranstaltet werden und dem Podcast, den ich allerdings auch ja, relativ vernachlässigt habe in letzter Zeit. Und wollte einfach mal so schauen, was andere so machen und vielleicht in welche Richtung ich mich weiterentwickeln kann in dem Bereich. Okay. Ja, ich bin der Sven und ich bin eigentlich wohl mal als Gast da und ziehen wir das Ganze mal rein. Genau. Gut. Ich bin Ulrich und interessiert das deswegen, weil wir innerhalb von der Firma eine große Usergemeinde haben, die wir irgendwie betreuen müssen. Und da wäre auch die Umstände so ein Podcast nicht schlecht, aber der darf natürlich auch nicht nach Hause. Wer soll nicht, weil das geht uns nicht an. Manche Dinge eben dann machen. Und ja, es ist halt die Frage, wie komme ich mit den Vorgaben, die die Firma hat, weil da hast du halt ein bisschen eingeschränkt, kannst halt nicht so einfach mal schnell. Ja. Du hast halt eine IT-Infrastruktur, der Beste wäre natürlich mit dieser IT-Infrastruktur es zu schaffen, auf die mobilen Devices von unseren Usern zu kommen. Das wäre so wow. Okay. Ja, ich bin der Pupe, ich arbeite für einen größeren Energiekonzern. Ich bin der Überzeugung, bei uns bekommt fast jeder Mitarbeiter ein iPhone in die Hand gedrückt. Wir haben eine MDM-Lösung auf den Geräten. Also eigentlich haben wir einen Distributionskanal bis in die Hosentasche des Mitarbeiters. Und ich finde es also schade, diesen Kanal nicht zu nutzen. Als in meiner Funktion als eigentlich Datenschutzbeauftragter habe ich mit fast allen Fachbereichen zu tun. Und ich sehe eigentlich, dass es in ganz vielen Bereichen eigentlich so ein Lack of Communication zwischen den einzelnen Abteilungssilos so gibt. Und darum war die Zielsetzung, als ich dieses Projekt heimlich angefangen habe, sozusagen so eine Marketing-Guerilla mal für über den Tellerrand hinweg. Wenn sie mehr verstehen würden, was die anderen machen, auch, sag ich mal, organisatorische Verluste, die nicht immer böswillig sind, aber einfach aus mangelndem Verständnis, was anderen gegenüber anbelangt, für reduzieren. Ja. Und da die drei, die noch dazugekommen sind, wir haben gesagt, so Corporate Podcasting kann jeder irgendwas drunter verstehen, dass wir irgendwie ein bisschen rausschälen, was unser gemeinsames Zentrum ist, dass ihr kurz sagt, was euch motiviert hat, hierher zu kommen, also was euer Interesse an der Sache ist. Das ist, glaube ich, der erste Dicker. Ich arbeite im pädagogischen Bereich und in einer Organisation, die über München ganz verteilt ist und meine Aufgabe ist, immer Mitarbeitern bestimmte Ziele und so weiter, pädagogische Vorschriften oder was auch immer Neues kommt, zu erklären und es erreicht immer nicht alle. Und deswegen interessiert mich, und ich kann mal hören, was es technisch für Möglichkeiten gibt, weil es technisch meistens immer bei uns sehr kompliziert ist, alle Mitarbeiter zu erreichen. Okay. Ja, hallo, ich bin der Jens. Ich arbeite bei einem Asset Manager für Versicherungen. Podcast selber privat und habe sozusagen aus dem privaten Interesse heraus einen Mangel an Podcasts mit Wirtschaftsthemen. Einen Mangel an guten Podcasts mit Wirtschaftsthemen. Oder mit echten Wirtschaftsthemen, würde ich mal behaupten. Festgestellt. Und mein erster Schritt wäre jetzt sozusagen, mal so einen Podcast zu konzipieren und den dann sozusagen privat erstmal selber auf die Schiene zu stellen und dann aber im zweiten Schritt eben bei uns irgendwie die Sensibilität zu schaffen, dass halt dieses Corporate Podcasting schon durch den Vorteil dieses Mediums eben, glaube ich, ein ganz guter Distributionskanal ist, um, keine Ahnung, also geht ja diese Börsenberichterstattung irgendwie wirklich mal auf die Leute zu bringen und auch mal gut zu machen. Okay. Hi, ich bin Felix. Ich interessiere mich was beim Thema Corporate Podcasting, besonders für den Aspekt, dass es viele Stiftungen gibt, Think Tanks und ähnliches, deren Aufgabe ist, es ist Wissen zu produzieren. Und für die ist aber ein Wissen produziert, wenn das Paper geschrieben ist und die PDF Award. Dann hört es auf. Vielleicht noch ein Newsletter und eine Jahreskonferenz. Warum kann man nicht mit den Leuten, die in solchen Think Tanks arbeiten,
sich mal hinsetzen und begleitend mal ein Interview machen. Und wer das denn spannend findet, kann immer noch das Paper lesen. Aber es gibt so viele, ich sehe das immer wieder, es gibt so viele wissensproduzierende Unternehmen, die, deren Aufgabe es ist, nichts anderes zu machen. Das ist kein Beitrag. Das ist da arbeiten nur PhD da. Ich bin in Berlin 100 Mann. Ja. Komm aus Berlin. Ja. Leute, redet drüber. Ihr habt das alles im Haus. Das finde ich spannend, das finde ich ja. Okay, dann sage ich vielleicht kurz, wie ich mir die Session vorgestellt habe. Ich habe mal so eine Liste von Problemen mitgebracht, die ich sehe in der Praxis, die ich gerne mit euch diskutieren wollen würde. Und eines der Probleme, du hast das Schlagwort genannt, ist Sensibilisierung. Also warum sollte man das überhaupt tun? Deswegen habe ich mal so die Geschichte mitgebracht, wie ich versuche, irgendwie Leuten in Organisationen zu erklären, warum das vielleicht eine gute Sache sein kann. Und die würde ich auch gerne challengen lassen, ob das quasi eine gute Idee ist, das so zu machen. Also ich würde so dreiteilen. Also ich sage, ich zeige euch mal diese Geschichte und die Herausforderungen. Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht und würde gerne aber am Ende wirklich 20, 25 Minuten Zeit lassen für einen Erfahrungsaustausch, dass ihr entlang von den Themen, die quasi aufkommen, eure konkreten Erfahrungen dann auch noch mit reinschmeißen könnt. Passt das für alle? Okay, ja. Kurze Info, im Sendegate sind ja jetzt die ganzen Pro-Themen für die Notizen. Also wer Notizen macht, wir würden uns alle sehr freuen, wenn die Notizen im Sendegate als Beitrag landen. Copy-Paste hinterher dann, oder? Zeitgleich kann man nicht drauf. Also man kann ja jeder eine Antwort schon einfügen ja. Und sie dann editieren. Genau. Oder hinterher auch, aber wir wissen ja, was ist denn hinterher. Okay, also das, was du gerade angesprochen hast, das ist so ein Punkt, da stelle ich in vielen Organisationen fest, so diese zwei großen Linien, Entwicklung von Industrie zur Wissensgesellschaft und Digitalisierung ist eigentlich überall auf den Chefetagen präsent. Es fangen viele Organisationen an, so Rollen, neue Rollen auf Board-Level zu definieren. Da gibt es dann so einen Chief Digital Officer, da fahren auf einmal alle nach Silicon Valley und schauen sich an, was die Firmen da tun oder machen Austauschprogramme mit Tel Aviv. Und deswegen, wenn ich versuche zu erklären, warum Podcasting eine gute Idee sein kann, setze ich eigentlich da an, was so Gesprächsstoff auf den Führungskräfteebenen ist. Und das ist, es gibt viel so Zukunftsforscher und Megatrend-Institute. Und wenn man mal guckt, was die so definieren, also Megatrend ist ja definiert als irgendwas, was Dekaden anhält. Also was nicht irgendwie so eine Mode ist und dann wieder weg ist, sondern was uns halt vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre begleitet. Das ist, glaube ich, was wir auch eine ganze Weile noch mit uns sozusagen mittragen werden und uns darum kümmern müssen. Da ist oft die Frage, was denn Wissensgesellschaft? Ist das so, alles steht im Internet, ich brauche gar nichts mehr lernen, ich brauche es nur nachschauen. Da habe ich immer den guten alten Platon, den ich rausziehe, der mal gesagt hat, Wissen ist gerechtfertigte wahre Meinung. Und das heißt, Wissen ist erstmal was an den Menschen gebunden ist. Sobald ich versuche, mein Wissen aufzuschreiben und gebe dir das Dokument, hängt es von ganz vielen Faktoren ab, was von dem überhaupt wieder bei dir zu wissen wird. Als erstes sprichst du meine Sprache, hast du den gleichen kulturellen Hintergrund wie ich, hast du das gleiche Vorwissen wie ich, wenn ich dir eine Dissertation über Molekularbiologie gebe, weiß ich nicht, vielleicht bist du Molekularbiologe, vielleicht auch nicht. Also es hängt von vielen Faktoren ab, ob sozusagen dieser Wissen, Information, Wissen, ob das funktioniert. Gleichzeitig heißt Meinung auch immer und Rechtfertigung, es kommt darauf an, was sind Rechtfertigungsschemata. Also ist es wissenschaftliche Methode, ist es die Autorität, der ich glaube. Und eigentlich geht es um diese Prozesse des Wissenstransfers in der Gesellschaft. Und der Martin Heidenreich hat es mal schön auf den Punkt gebracht, gesagt, aus seiner Sicht ist die Wissensgesellschaft dadurch gekennzeichnet durch vier Merkmale, das Aufkommen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, wo meiner Meinung nach Podcasts dazugehören, der Fokus auf Innovation, das heißt, ich mache nicht mehr immer wieder das Gleiche. Industriegesellschaft war ja sehr stark darauf geprägt, einmal zu sagen, so wird es gemacht und mit möglichst gering qualifizierten Leuten das immer wieder zu bauen. Vor 100 Jahren in den Fordwerken hat man 3 Tage gebraucht, um jemanden am Fließband anzulernen. Heute muss einer 6 Jahre studieren und viele Personaler sagen einem, der ist nach 2 Jahren immer noch nicht produktiv in der Firma, also er braucht vielleicht 8 Jahre, bis er das tun kann, was er dann tun soll in der Firma. Und das ist einfach ein krasser Unterschied. Der veränderte Stellenwert von Bildung, also Bildung ist einfach ein Wert an sich und wird es immer mehr. Und die zunehmende Bedeutung sogenannter wissensbasierter Tätigkeiten und Wirtschaftsbereiche. Da gibt es in Berlin vom Bundesinstitut für betriebliche Bildung eine schöne Analyse. Die gucken entlang der Berufsklassifikationen, die die Arbeitsämter verwenden, wie stark wächst da der Prozentsatz an wissensintensiven Tätigkeiten. Und tun dann auch mal so analysieren, was sind überhaupt wissensintensive Tätigkeiten. Geht jetzt nicht so drauf ein.
spannend finde ich noch, wir sind, glaube ich, aus dem letzten Jahrhundert auch sehr stark auf den Schutz von Wissen geprägt. Also die ganze Diskussion rund um Patentierung. In den Organisationen, in den meisten Fällen hat man so dieses Need-to-Know-Prinzip. Ja? Also so, also erstmal nur bei mir und meine Abteilung kannst du vielleicht gerade noch sehen, aber auf keinen Fall darf es jeder im Unternehmen sehen und schon gar nicht die Lieferanten. Und da hat der Rainer Kuhlen, das ist ein Professor für Informationswissenschaft, in die Konstanz ehemals, ist man mittlerweile Emeritus, ein schönes Statement gemacht. Er hat nämlich gesagt, Gesellschaften, die mehr Energie drauf verwenden, sich um Verwertung von bestehendem Wissen zu kümmern, beziehungsweise um die Sicherung von Verwertungsansprüchen, Klammer auf, Leistungsschutzrecht und solchen Sachen, als auf die Rahmenbedingungen, die Produktion von neuem Wissen begünstigen, sind ökonomisch, wissenschaftlich, politisch, kulturell und gesellschaftlich in der Abwärtsentwicklung. Und ich denke, das ist so ein schöner Gradmesser, wenn ich jetzt in Organisationen mehr Energie drauf verwende, Berechtigungsgruppen zu machen und ja dafür zu sorgen, dass alle Dokumente versteckt sind, dann bin ich da, glaube ich, was den Megatrend, den aktuellen, angeht. Sobald ich einen Wettbewerber habe, der das anders macht, bin ich evolutionär ein Riesennachteil. Und das werde ich merken, vielleicht nicht direkt, aber doch auch nicht in allzu weiter Ferne. Das ist ein schönes Beispiel, also ich arbeite fast 80% würde ich sagen, Automobilindustrie. Da ist das große Vorbild immer Toyota. Ne? Man misst sich immer an Toyota und Toyota hat mal angefangen, das sogenannte Toyota-Produktionssystem in Schulungszentren weltweit zu schulen. Alle haben gesagt, seid ihr verrückt, ihr tut eure Betriebsgeheimnisse rausgeben. Aber dadurch, dass sie es schulen, reflektieren sie, was sie tun, viel mehr. Und der Abstand in der Produktivität ist immer größer geworden. Es ist nicht so, dass auf einmal alle so gut sind wie Toyota, sondern der Abstand wird größer, weil ich, das ist für mich auch eine Parallele zum Podcasting. In dem Moment, wo ich über ein Thema nachdenke und mir überlege, wie erkläre ich es dir, und dann lese ich nochmal nach, dann bin ich viel tiefer drin, als wenn ich es einfach nur für mich einmal gelesen hätte quasi. Gut, und dann gesellschaftliche Systeme gibt es natürlich noch viel mehr. Ich fand den Talk gestern Abend super, so ein bisschen diese philosophische, die Ankopplung an die philosophische Dimension. Ich habe es jetzt hier ein bisschen vereinfacht. Für mich ist vielleicht Corporate so eine Gleichsetzung mit organisational. Und das ist dann egal, ob es eine Hochschule ist oder ein Unternehmen oder eine Partei, ein Verein, was auch immer. Und im Wesentlichen jetzt, ich komme so aus dieser Disziplin Wissensmanagement, also wo man so über die Organisation des Umgangs mit Wissens nachdenkt, da hat man halt so drei Fraktionen. Es gibt die eher so auf nationalstaatlicher oder intrastaatlicher Ebene, also so UN, UNESCO und so weiter unterwegs sind, wo es in der Politik darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen. Es gibt Länder, die haben eigene Wissensräte. Indien hat einen eigenen Teil der Regierung, der sich nur um das Wissensproduktionssystem, und zwar übergreifend, der indischen Wirtschaft kümmert, wo man bei uns immer merkt, das wird dann so zerrieben, wer ist da für Digitalisierung zuständig, ist das Bildungsministerium, ist es das Wirtschaftsministerium. Und innerhalb dieser Teilsysteme, die alle voneinander abhängen, hat man natürlich Organisationen. Und da habe ich mal einfach die Klassifikation aus dem Marketing geklaut. Da sagt man einfach im Marketing immer, bin ich im Wirtschaftszweig B2B, Business to Business. Das ist sozusagen nicht endkundenrelevant. Ne? In Bezug auf den Automobilhersteller ist das quasi jetzt ein Toyota und dann seine Tier 1 Supplier, das sind die Systeme zuliefern. Tier 2, da kommt halt dann vielleicht ein Rad oder eine Kupplung her. Tier 3 sind dann die Schrauben und Einzelteile. Das wäre quasi die Supply Chain nach hinten. Business to Customer sind dann quasi die Händler und die Endkunden, wenn ihr bei Toyota ein Auto kauft beispielsweise. Und das, wo ich halt für Podcasts auch ein extrem interessantes Einsatzfeld sehe, ist dieses Business to Employee. Also sozusagen alles, was innerhalb der Organisation stattfindet, das ist so für uns, ne? Sei das jetzt um neue Mitarbeiter, das ganze Onboarding-Prozess, wie kriege ich neue Mitarbeiter schnell rein, wie kriege ich extrem komplexe Themen in Forschung und Entwicklung mal erklärt, sodass die vielleicht andere verstehen können, ne? Weil ich immer mehr auch in der Organisation interdisziplinär zusammenarbeiten muss. Der Vertrieb muss verstehen, was die Technik da überhaupt macht. Und im einen sitzen BWLer und im anderen sitzen Ingenieure. Die ist vielleicht alles Deutschland als Kulturkreis, aber die können so aneinander vorbeireden, dass dieses Reden darüber, glaube ich, sehr wichtig ist. Also das finde ich spannend, sozusagen der Einsatz von Podcasting in diesem B2B, in diesem internen Bereich. Komme ich auch gleich noch drauf, was da für Schwierigkeiten gibt. Und ich habe für mich so mal geguckt, was es so an Klassifikationen gibt aus der guten alten Blogwelt. Da gibt es den Professor Zerfas. Der hat quasi den Einsatz von Blogs auch mal klassifiziert. Kann man jetzt darüber streiten, ob das so schon perfekt ist.
Aber im Prinzip hat er so diese eine Ecke interne Kommunikation mit dem Fokus der Wissensvermittlung. Und das hat er Knowledge Blocks genannt. Und das finde ich eigentlich auch ein spannendes Feld, in diese, wenn man es jetzt überträgt, Knowledge Podcasts in diesen Bereich zu gehen. Und fand heute auch früh bei dem Vortrag vom Bayerischen Rundfunk, wenn man da mal gesehen hat, was da so die Top-Abrufe waren, sind das alles Wissensvermittlungsformate. Ja, und das ist, glaube ich, was in Organisationen noch extrem wenig berücksichtigt wird. Ja, da gibt es so Schulungsabteilungen, die haben vielleicht mal angefangen vor 10 Jahren so E-Learnings und Web-based Trainings zu machen, aber mal auf die Idee zu kommen, die wirklichen Experten, egal jetzt, sei es auf die Bühne zu stellen oder vor ihnen ein Mikrofon zu setzen oder in Communities zusammenzubringen, die Anzahl Fälle, die kann man an wenigen Händen abzählen. Vielleicht ein bisschen andere Sicht noch auf die Nische. Ich versuche intern in den Firmen immer viel mit dem Longtail zu argumentieren. Ich weiß nicht, wer den kennt, das kommt auch aus dem Marketing. Das deutsche Buch sollte man sich nicht kaufen, das haben die allen Ernstes mit der lange Schwanz übersetzt. Longtail ist im Prinzip eine Verteilungskurve nach Popularität von Dingen. Meist macht man das bei Produkten. Ja, das heißt quasi, die X-Achse hier unten ist die Anzahl der Produkte, die es gibt, und das hier sind zum Beispiel die Anzahl der Leute, die kaufen. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier in der Münchner Innenstadt einen Buchhandel aufmache, was mache ich dann? Dann habe ich natürlich ein Sortiment, das ist genau die grüne Kurve hier. Weil ich es mir nicht leisten kann, dass ich da irgendwie vielleicht ein Buch stehen habe, was Münchner auch interessiert, ja, was aber nur so viele Leute kaufen und nicht so viele. So, das ist ein Erfolgsrezept von Amazon, zu sagen, online interessiert mich das nicht, weil meine Verkaufsfläche ist unendlich groß. Wenn hier irgendwas steht, was nur 100 Leute kaufen, so what, ist 100 mal 30% vom Umsatz Gewinn für Amazon. Und was ganz interessant ist, sozusagen dieses Ding hier geht extrem weit hinter. Grün und Gelb bedeutet, die Fläche unter dem Gelben ist genauso groß wie die Fläche unter dem Grünen. Ja, das heißt, dass da eigentlich das gar keine so richtige Nische ist, sondern da ist extrem viel. Es ist nur halt, viel mehr Leute machen Sachen, die weniger anhören, aber multipliziert ist es wieder genau das Gleiche. Ja, übertragen auf Unternehmen heißt es in der Regel, man hat irgendwie Unternehmenskommunikationsabteilungen intern jetzt und die fokussieren natürlich genau auf dieses Grüne. Ja, das sind oft Leute, die aus dem Publizismus, Journalismus kommen, die haben einen hohen Qualitätsanspruch, die machen tolle, schicke Hochglanz-Mitarbeiterzeitungen. Das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit den öffentlich-rechtlichen Radioproduktionen. Ja, das ist alles sehr schick und stylisch, aber damit ist es teuer. Und das lohnt sich nur dann, wenn ich quasi großes Zielpublikum habe. Ja, und da sehe ich eben auch ein riesengroßes Potenzial für Podcasts in Organisationen. Jetzt habe ich mal ein Beispiel einfach mitgebracht. Das ist ein Projekt, was wir begleitet haben bei Audi. Da ist jetzt, weil ein Problem ist, wo veröffentliche ich einen Podcast? Irgendjemand hatte vorhin gesagt, wenn ich in die IT komme und sage, ich brauche hier mal so ein WordPress und Podlove drauf. Wenn es gut läuft, lächeln die. Wenn es schlecht läuft, dann zücken die ihren Colt. Das heißt, ich hab eigentlich überhaupt keine Infrastruktur dafür. Ich kann natürlich ein MP3 nehmen und kann es auf dem File-Server legen. Vielleicht habe ich irgendwo Platz im Intranet, aber diese ganzen Verteilmechanismen, die wir gewohnt sind, wo wir diskutieren, wenn ich das in eine Organisation projiziere, diskutieren wir absolute Luxusprobleme. Ja. Das ist Steinzeit in Bezug auf Podcasting in vielen Fällen. Na, und was jetzt gemacht worden ist, ist quasi das bestehende Intranet zu ergänzen, um eine Plattform, die sich Audiomediathek nennt. Das habe ich auch aus dem Vortrag geklaut. Wenn das interessiert, kann sich den ganz anschauen. Und das ist im Prinzip eine Plattform, die man sich vorstellen kann wie eine Kombination aus YouTube, Soundcloud und Flickr. Das heißt, die kann Kanäle aufmachen, die kann ich berechtigen, wenn ich will. Die kann Videos aufnehmen, die kann Audios aufnehmen, die kann Bilder aufnehmen, die macht die Transkodierung von den Inhalten, dass es auf dem iPad läuft und so weiter, verschiedene Formate. Und die gibt mir pro Kanal einen Feed. Klammer auf, kleiner Drawback, der Feed ist noch nicht Enclosure-kompatibel. Sind wir gerade dran, dass der Hersteller versteht, dass wenn er das einbaut in sein Produkt, dass er da auf einmal ein ganz neues Ding in der Hand hat. Ja? Also die bauen das und eine Codezeile könnte dazu führen, dass das die perfekte Podcast-Auslieferungsplattform ist. Ja? Und ich rede an die seit einem Jahr ungefähr hin und bin so knapp vor der Ziellinie, hoffe ich. Nennst du den Namen? VIMP.
Also sie haben im Wesentlichen die Strategie quasi der YouTube hinterher zu implementieren, kann man sagen. Das heißt, du hast so, stellst dich Sachen ein, hast Titel, Kurzbeschreibung, Tags, 5-Star-Rating, Kategorien, solche Geschichten. Und halt vor allen Dingen auch Embedding, ne? Weil du vielleicht in der Wiki-Plattform oder im sozialen Netzwerk, du hast eine Community, da hat einer Vortrag aufgezeichnet, du postest dort, dass halt im Stream sozusagen dann auch das Video auftaucht, nicht nur der Link und so. Ne? Kostenpflichtig. Ist so eine Frage. Dass der Link auftaucht, ist kostenpflichtig? Nein, nee, die Plattform ist, ja. Okay. Ja. Also es gibt glaube ich, im Uni-Bereich gibt es Kultura noch, das ist recht verbreitet. Siemens hat intern auch Kultura im Einsatz, soweit ich weiß. Oder sind die intern? Ja, das ist alles intern. Ja. Also ich kenne mich jetzt auch nicht in allen Branchen aus, alle Branchen, die so ein bisschen sicherheitskritisch sind, da ist nichts mit Cloud und nichts mit draußen und nichts mit, wir machen auf WordPress was und stellen Passwort davor. No way. Ist alles eigener Server, eigenes Rechenzentrum, Zugangskontrolle, Sicherheitswachleute und so. Geht da nicht. Also wenn man da sagt, wenn das Voraussetzung für Podcasting ist, dann geht's nicht, dann sagen die, na gut, dann geht's nicht. Das ist ja schon das, auf Phonic ist das ein Problem. Das, also, ist quasi illegal, ja, was über auf Phonic zu bearbeiten. Ja. Das ist so. Aber dafür hast du die Desktop. Dafür gibt es ja die Desktop. Dafür dürfen aber fast alle Mitarbeiter keine Software installieren. Du musst durch den Clearing-Prozess durchführen und das ist auch anstrengend. Das ist, und dann, ja. Genau, was man damit jetzt halt machen kann, also so Use Cases, können wir nachher auch noch diskutieren, was man in so einer Firma eigentlich immer hat, sind alle möglichen Arten von Vortrags- und Schulungsveranstaltungen. Das ist so das, was wir gesehen haben, das ist was, wo man extrem gut drauf aufsetzen kann. Es wurde seit 30 Minuten kein Eingangssignal. Ja, weiter nutzen. Das ist der Beamer. Achso, okay. Na, also das heißt, da werden Lieferanten, Partner, Hochschulen und so weiter eingeladen. Das sind pro Woche bestimmt 8, 9, 10 solche Veranstaltungen, wo Leute Vorträge halten, ne, wo ich sehr gut dran anknüpfen kann, einfach mal so wie wir es hier machen, aber halt mit viel banalerem Equipment sozusagen, das aufzuzeichnen. Also das war so, womit wir gestartet sind da. Ja, das heißt, da hast du irgendwie so einen 700-Euro Camcorder, eine Sennheiser-Funkstrecke dazu, da fängst du oft schon an. Das kriege ich schon gar nicht über normale Beschaffungsprozesse. Ja, da lande ich in so einem Beschaffungsprozess in SAP und sage hier Sennheiser EW100. So, und dann heißt es Sonderbeschaffung. Ja? Das heißt, dann muss ich irgendwie ein Sonderbeschaffungsformular ausfüllen und dann geht da eine Unterschriftskette lang und dann kommt er und sagt, da will jemand Funkstrecken, da will jemand Headsets, wofür denn? Wir bauen Autos. Ja, und dann sagt man, ja, der irgendwie für Lernen, Weiterbildung, ja, dafür gibt es ja die Schulungsabteilung. Ja, also wir haben doch die 30 Euro Plantronics fürs Telefonieren. Ja, genau, so Bluetooth-Dinge. Ja. Also das heißt, so ging es los, ganz, ganz schlank, mit so einem einfach, wie gesagt, Camcorder, Funkstrecke, Windows Movie Maker als Schnittprogramm. Ja. Hinten dran quasi MP4 erzeugt, das kommt in die Mediathek. Dann nochmal über ein FFmpeg, auch Grauzone schon, also Portable vom USB-Stick, da kommt dann noch das MP3 raus. So, und dann bin ich zumindest mal auf den mobilen Devices der Leute. Fast. Einen Punkt hatte ich gesagt vorhin, die Plattform kann noch kein valides RSS, auch wenn sie das kostet, die mobilen Devices kommen da nicht drauf. Ja, weil die sozusagen so isoliert sind, die kommen ins WLAN. Aber die kommen nur über einen speziellen Tunnel sozusagen dahin, wo die Server stehen. Und die Podcast-App kommt aber über diesen Tunnel nicht drüber. So, das heißt, wir haben eine schöne Anleitung geschrieben, wie man sich diese MP3-Dateien runterlädt, iTunes aufmacht, über iTunes in die Musik-App und dort landen. Ist aktuell der Weg. Auch wenn der Hersteller Enclosure Tag eingebaut haben wird, sind wir über diesen anderen Ding immer noch nicht drüber. Das heißt, das ist eine andere Front, wo man mit IT-Security arbeiten muss, dass sozusagen auch die Podcast-App über diesen Tunnel darf und sich dann dort die Sachen holen kann. Und das sind immer, weiß nicht, wie es bei euch in den Organisationen sind, von dem Zeitpunkt, wo man mit den verantwortlichen Leuten spricht, bis die auch der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist, bis man Proof of Concept hat, bis es da ist, ist das 12, 18, 24 Monate. Also
das ist nicht so Podlove runterladen, installieren, ausprobieren, sondern da braucht es halt langen Atem dazu. So, jetzt habe ich mal noch zusammengeschrieben, was aus meiner Sicht, worauf die Barrieren, auf die ich pralle immer. Ich finde fast das Wichtigste ist, es gibt generell für das Thema Wissen und Lernen zu wenig Bewusstsein in den Organisationen. Es ist zu oft noch so diese Sicht, dass es, wenn fünf Leute zusammensitzen und Erfahrungen austauschen, das ist Zeitverschwendung. Können die nicht was arbeiten in der Zeit? Und immer, wenn es kein Bewusstsein für irgendwas gibt, jetzt weiß ich nicht, ob ich spreche jetzt hauptsächlich für größere Wirtschaftsbetriebe, sagen wir mal 10.000 Mitarbeiter plus, mir kommt aber durchaus zu Ohren, dass das anderswo auch so ist. Und wenn man den Niklas Wörl und so methodisch inkorrekt mal hört, wie viel, in Anführungszeichen, wenig Support es da von der Hochschule gibt, könnte ich mir vorstellen, dass das in anderen Organisationstypen durchaus ähnlich ist. Wenn es dafür kein Bewusstsein gibt, gibt es auch keine Ressource. Und dann sind vielleicht an der einen Stelle wird für Forschung, da werden 10 Millionen ausgegeben und an der anderen Stelle laufe ich mir einen Wolf, bis ich irgendwie 1.000 Euro für ein Podcast-Equipment habe. Wo ich sage, da passt die Verhältnismäßigkeit eigentlich überhaupt nicht. Also das ist ein großes Problem, und zwar eher kulturelles Problem, gar kein technisches. Dann hat man so diesen Aspekt, die Kommunikation gehört der Kommunikationsabteilung. Also es werden Leute extrem skeptisch, wenn man sagt, man will irgendwie so newsartige Kanäle aufmachen. Das ist so ein bisschen wie die Verlage vielleicht Twitter beäugt haben oder die Blogger beäugt haben. Verbunden auch mit diesem, eigentlich müsste ich mal den Switch hinbekommen von Need-to-Know-Prinzip zu Open by Default. Also zu sagen, jeder, der will, kann. Darf ich dich da mal kurz schauen? Ja, natürlich. Also das ist ja meines Erachtens der größte Hindernisgrund. Ja? Also dieses ganze Thema, ist reine Wissenskultur in Unternehmen und Organisationen etabliert, anerkannt und so weiter und so fort. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht, wie man sowas sozusagen so als Grassroot-Bewegung irgendwie verändern kann? Also du sagst selber, ja, das sind die größten Hürden. Was bei uns gut geklappt hat, ist, weil ich sehe das halt auch so, du hast so Besitzstandswahrung und Angst, dass da die Kommunikationsabteilung zum Beispiel irgendwie was weggenommen wird. Und ich habe halt in dem Fall bei uns sowohl die Kommunikationsabteilung als auch den Betriebsrat damit infiziert, dass die eigentlich denken, dass es ihr Projekt ist, sozusagen, und denen sozusagen, die sollen hinterher sozusagen dieses Ding ja auch nutzen, um sozusagen dieses, da entsteht was Neues, was uns irgendwelche Sachen, sondern dass sie eher den Nutzen für sich selber dann sehen, und weil eigentlich können die einen nur fördern, aber die können halt auch ganz verdammt viel verhindern, dass da in dem Fall war sozusagen dieses Assimilieren und so vorher schon mit ins Boot holen, auf jeden Fall bei uns gut geklappt. Also eigentlich nicht das System verändern, sondern die Schwächen ausnutzen. Ja, natürlich. Also eigentlich müsste das System hacken. Also ja. Ja. Ich hab mal das, also wir haben halt in der Abteilung das Problem, wir müssen über mehrere Standorte verteilen und brauchen über die Standorte, aber die, weil wir Support machen, die gleichen Arbeitsweisen, irgendwelche Probleme zu beheben. So, und wie machst du das? Und dann, ja, bräuchte man ein Wiki, kriegt man nicht. Gut, dann irgendwann ist Office, weißt du, bei was gekommen, was war dabei? OneNotes, mit OneNotes kannst du sehr viel machen. In OneNotes kannst du das ist installiert, das ist auf jedem Rechner. Da kannst du sofort anfangen, legst du auf irgendeinen Sharefax, weißt du, da kannst du sofort beginnen. Und zwar mit dem, was da ist. Und das musst du dann gnadenlos ausnutzen. So. Also das ist eigentlich das sind so einfach im System, wo du dann einfach sagst, so, und, wenn du heute das Zeug auf die Firma dann noch SharePoint hat, dann hast du es auch hier drauf auf einmal. Und da hat es der User auf einmal mit dabei, auch auf seinem privaten Device. Weil da komme ich nicht dann auf einmal ran. Du musst gucken, ob du solche Lücken findest. Also ich habe auch Programm läuft vom USB-Stick. Zwei Sachen, die ich als erfolgreich erlebt habe. Das eine ist genau, was du sagst, Guerilla-Taktik. Also quasi um die Hürden herum arbeiten. Wir haben zum Beispiel als ersten Proof-Konzept hatten wir MP3-Dateien an CMS-Seiten hochgeladen, weil da kommen die Smartphones dran, und haben die RSS-Feeds mit der Hand gehackt. So, und sind dann zu jemandem gegangen, zu einer relativ hohen Führungskraft, und haben mir gezeigt, wie sie den Podcast von ihrer Speaker Series abonnieren kann.
Der war Feuer und Flamme, weil der pendelt sehr viel, jeden Tag 2 Stunden Fahrzeit und konnte sich das alles anhören, was bisher an ihm vorbeigegangen ist. Und dann haben wir gesagt, das haben wir aber in Handarbeit gemacht. Wenn du das generell haben willst, dann müsste das so und so sein. Und dann hat er gesagt, ja, warum geht es nicht? Ja, weil die wollen das nicht. So, und dann hat man auf einmal den 12-Ender, da kommt dann Druck von oben. Und dann gehen auf einmal Sachen innerhalb von der Woche, wo man sich vorher Monate in den Wolf gelaufen hat. Also Guerillataktik ist nicht verkehrt. Das Zweite ist, man ist in Organisationen extrem oft mit Leuten mit so Controller-Mentalität konfrontiert. Die sagen so, ja, wenn wir das machen, was bringt denn das? Was ist der ROI? Was ist der Return on Investment? So, wenn ich sage vom Podcast, was ist der Return on Investment? Keine Ahnung, ich kann ich nicht ausrechnen. So, und da in so eine Art Risiko, also vom Controller in den Risikomanager denke, zu switchen und zu sagen, was ist der ROI? Was ist der Risk of not investing? So, und das ist jetzt in Industrien wie Automobil zum Beispiel, merkt man im Moment. Ja, da war halt sehr, sehr lange war das alles gesettelt, ja. Da ging es dann nur noch darum, schaffe ich das Absatzziel, was ich geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, oder nicht. Auf einmal sind da so Telefonkonzerne, die denken drüber nach, Autos zu bauen, und Suchmaschinenanbieter, die forschen an autonomen Autos, da entsteht Angst. Ja, und das, was der Versicherungsvertreter mit einer Person macht, nämlich dir das Bild auszumalen, was passiert, wenn du dein Haus nicht gegen Feuer versichert hast? Ja, du kannst ihn nicht fragen, was bringt mir das, eine Feuerversicherung zu haben? Du wirst ja nie Geld sparen, du musst Geld investieren. Aber der malt dir in bunten Farben aus, was passiert, wenn du es nicht machst. Na, und da merkt man jetzt durchaus, diese Schlagworte wie Disruption und so weiter, die geistern ja überall durch die Presse, dass es da zunehmend halt Bereiche gibt, wo die Leute vor dieser Veränderung Angst haben und alles, was sie darauf vorbereitet, schneller zu lernen, mit dem Neuen umzugehen, ist man auf einmal viel offener, das zu tun. Und was dazu kommt, ist gerade beim Podcasting, ist beim ROI-Argument, dass der Initialaufwand ja relativ klein ist, um das zu tun. Also das ist ja im Gegensatz zu einem Videokanal aufzubauen oder so. Ja, ja, aber mir ist auf jeden Fall so, dass mir gar nicht schwerfällt, einen Return auf Investment irgendwie zu verargumentieren, ob der korrekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich sage, sozusagen so eine Marketingabteilung, wie angehen die denn vor, wenn sie ein Video produzieren oder irgendwas? Die geben das dann von der Agentur raus, haben einen Arsch voll Kosten. Ja, weißt du, dann rechnest du halt einfach mal so, wir sparen pro Monat bei 2 Beiträgen X. Auf einmal hast du sozusagen so viel, kannst du gar nicht in Technik investieren, wie du sozusagen schon nach einem Jahr wieder raus hast. Plus, was ich als Argumentation halt immer ganz snappy finde, nicht jeder Mitarbeiter wird diesen Podcast vielleicht direkt abonnieren. Ne? Aber sagen wir mal, du kommst vielleicht auf 20% Reichweite irgendwann, dann ist das ja Zeit, der im Regelfall vielleicht auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit, wo du in seinem Ohr bist. Das heißt eigentlich, okay, der Betriebsrat wird es hassen, aber bist du ja da sozusagen auch schon, nimmst du Zeit, wo sonst vielleicht jemand sich damit beschäftigt, kannst du auch transportieren, was auch nochmal ein Income eigentlich dann ist. Ja. War noch? Wollt ihr noch jemanden? Gut, auf der technischen Seite, einiges hatte ich angesprochen schon. Generell, als ich über Tims Metaebene gestolpert bin, am meisten bin ich an diesem Personal Media hängen geblieben. Also so das, was halt im Internet auch völlig üblich ist, dass ich meine eigene Homepage habe, meine eigene Dropbox, die ich jemand freischalte, meinen eigenen Blog, habe ich das Gefühl, dass in den meisten Organisationen das auch überhaupt noch nicht da ist, sondern die Kommunikationskanäle meistens Autoritäten gehören. Ja, sei das jetzt eine Kommunikation, eine Personalabteilung, da hat ein Intranet von einer Firma mit 50.000 Mitarbeitern, hat 50 Redakteure, wo man sich fragt, was mit den anderen 49.000, haben die gar nichts mitzuteilen. Ja, wo dann immer so diese Message ist, naja, da muss ja jemand nochmal drauf schauen, ob das richtig ist und ob da kein Rechtschreibfehler drin ist und ob das die Unternehmensmeinung ist. Ne, wo ich sage, ja, ich als Bundesbürger in Deutschland, ich blogge auch, das muss auch nicht die Meinung der Bundesregierung sein. Und wenn es Schrott ist, den ich blogge, dann liest mich halt keiner. Ne, aber da ist noch eine wahnsinnige Angst davor, dass man sozusagen die Mengen in dieses Intranet lässt, weil bei vielen halt auch diese Informationsflut ein Argument ist. Ne? Nicht noch mehr Informationen. Ja, aber das ist das Problem eher von den älteren Mitarbeitern, die zählen mir jetzt durch mein Alter eigentlich auch dazu, obwohl ich eigentlich nicht zu dem Kreis gehöre. Wobei ich mir aber immer denke, die ganzen jungen Mitarbeiter, die wir hereinstellen, die dazukommen, die sind es ja gewöhnt.
Ja, aber es ist, wir hatten das bei Bosch vor 3 Jahren oder sowas. Da haben wir so eine Plattform eingeführt bekommen im Prinzip, die ist so ein Bosch-internes Facebook. Ist das von Microsoft? Nee, das ist von IBM. Okay. Also die Software kommt von IBM. Und dann habe ich bei uns in der Abteilung, da hieß ja doch, du bist doch so ein Internet-Freak, zeig uns doch mal, wie das geht. Und da habe ich dann gesagt, so, jetzt gründen wir hier eine Community, die nennen wir das, so wie unsere Abteilung heißt. Und jetzt schreibe ich hier irgendwie, ja, hallo, wir sind hier die Abteilung so und so. Und jetzt drücke ich hier auch veröffentlichen. Ja, wie auch veröffentlichen? Da muss es doch einen Genehmigungsweg geben. Mhm. Nee, das gibt keinen Genehmigungsweg. Jetzt ist das öffentlich. Das steht da. Wie, da kann jetzt jeder Mitarbeiter, nicht öffentlich, also irgendwie konzernintern öffentlich. Wie, da kann jetzt jeder Mitarbeiter einfach so ohne Genehmigungsweg da, das geht doch nicht. Das ist die Leute, die fremdeln damit so regelrecht. Ja, aber auf der einen Seite predigen sie ja, wir brauchen flache Hierarchien, wir brauchen direkte Wege, wir brauchen direkten Zugang. Wenn das dann einer postuliert und sagt, okay, jetzt machen wir mal flach, dann heißt es ja so nicht. Ja, weil du ja Meinung musst. Und das wollen wir ja, dass du Meinung musst. Was will ich mal? Wenn du deine Meinung wieder gibst im Konzern. Also ich habe das sehr häufig, wenn ich mit Firmen, mit Kunden über Berechtigung und also solche Konzepte im Intranet rede, weil die halt immer sagen, ja, das muss hier alles toll abgegrenzt sein. Das löst sich relativ häufig, wenn ich sage, neben jedem Ding, was jemand schreibt, ist das Foto dessen, der es geschrieben hat. Und der wird schon keinen Quatsch schreiben. Bei Foto gibt es dann manchmal Betriebsrat, Personalrat wieder. Da sind Fotos? Aber also wenn die dann sage ich, okay, steht zumindest der Name daneben, wer es geschrieben hat. Das heißt, es lässt sich eindeutig zurückverfolgen. Und wer halt Quatsch schreibt, der hat halt selber Schuld. Genau, ja, nee, der macht das halt in dem Bewusstsein, dass er das tut. So, und dann haben wir auch mal diskutiert, das war auf irgendeiner Konferenz, als jemand sagte, hey, was war das? Der Vorstand kam an und sagte, ich soll jetzt Enterprise 4.0 einführen. Hast du die CD auch dabei gehabt? Ja, genau. Also, das war genau meine Reaktion, beziehungsweise sie war still. Ich hatte einen Abdruck auf der Stirn. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Da haben wir drüber gesprochen. Was ist eigentlich so das, also ab wann würde man sagen, Mitwirkung ist ein Erfolg? Ist das ein Erfolg, wenn 5% der Mitarbeiter, 10, 20, 50, 80, 90% sich denn tatsächlich einbringen? Mhm. Und da gab es so einige Stimmen, die sagten, ja, ne, so die Hälfte müsste es ja schon sein, dann wäre es ein Erfolg. Während andere sagten, ne, wir haben einen riesen Erfolg bei uns gehabt mit unserer Plattform und es sind so etwa 5%. Mhm. Woraufhin also wirklich bei vielen Leuten die Kinnlade runtergefallen ist. Und wenn man sich eben vorstellt,